Das. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge dieser Aufnahmesession StarCraft 2 Jetzt Legacy of the Void 2 gegen 2. nimmt er Protoss. Heute nehme ich Protoss, ohne Warum? vorherigen Hintergrund gehabt zu haben. Es ist unser Aufwärmmatch, deshalb dürfen wir jetzt hier noch alles machen. Oh ja. Ich habe mich dazu entschieden, heute Protoss zu nehmen. Ihr habt das in den letzten 1 gegen 1 Folgen gemacht. Und wir haben Offscreen, was wir auch gar nicht aufgenommen haben, vorher schon ein paar Folgen, Zack und ich zusammen gemacht. Ich habe auch wieder nie Protoss bekommen. Deshalb werde ich diesmal. No leave this time, nö. Wir haben ja jetzt. Werde ich Ne, hier. übrigens hat das Problem gelöst. Er hat ne, übrigens schon recht. Also, das Blizzard da mit dem Spiel veranstaltet ist teilweise schon. Brich. Wir sollten uns übrigens angewöhnen, wenn du Terraner bist, auf solchen Maps, dass du links baust. Das ist zwar für das erste Ding schwieriger, aber so ist natürlich jetzt der Weg für meine Worker gleich meilenweit. Ja, das muss man mir aber auch mitteilen. Aber das wäre mir auch scheißegal gewesen. Ja, für dich ist es auch scheißegal, aber ich dachte, du wolltest ein guter Teamspieler sein. Nee, das ist immer dein großes. Ne? Weißt du Bescheid? So, Ja, die Wall gefällt. wir spielen jetzt auch heute. Wir haben überragende Partien hinter uns, Nein, das in ist die denen erste wir. dieser Aufnahmesession, Sarah. In die, ja, aber einfach mal, guck Ich doch mal irritiere mal den Gegner ein bisschen. in die Statistik, in der wir einfach generell auch die Ruhe in Person waren. Vor allem natürlich der Herr Gorix, ein sehr geduldiger Mensch. Ist einfach. Herr Gorix ist wie ein Golden Retriever. Herr Gorix kann nichts aus Hallo? der Ruhe Warum bringen. Der durfte ich das bräuchte. nicht auswählen? Ich durfte das einfach nicht auswählen. Das Naja, weiß macht ich nichts. Ich nicht. wollte den Pfeil auch durchkommen lassen. Reaper kann ich auch mal bauen. Ich durfte nichts. Ich durfte es einfach nicht. Ich habe es nicht verstanden. Die Wall ist dicht, du Bauer. Da ist nicht die Wall, du Bauer. Der baut da unten irgendwas, ne? Der Mineral ist dabei, was ein Noob. Das macht man nicht. Er hat eventuell auch einfach welche von uns schon abgesammelt. Auch das macht man nicht. Ich kenne mich da aus. Ich habe eingesperrt! Ich habe tot gemacht! Kratz. Das ist übrigens, wir haben schon ein paar Matches, wie gesagt, als Aufwärmspiel gemacht. Da hat Sarah keine einzige Einheit getötet, aber. Moment, das ist ja so nicht richtig. Mach's jetzt mal auf, bitte. Jawolligen. Und geh mal weg da mit deinem WBF, da ist meine Hexe. Du hast deine schon genommen. Bin gerade. Ja, ich habe auch nur da meinen. Den. Ne? Genau, das habe ich gemacht. Wenn gleich übrigens der Reaper vom Gegner kommt, habe ich irgendwie gar nichts. Kill gemacht! So, es ist auch ein meilenweiter Weg da voraus, ne? Der wäre wichtig. Zwei Sehr Kill gut. Nein, gemacht! er hat's nicht. Es hat nicht gereicht, Cyrock. Es war zu spät. Du hast zwar den Kill bekommen, aber das Ding ist fertig geworden. Ja, das ist einfach nur ein Bug wieder. Kann man so ein buggy Spiel auf den Markt bringen? Das verstehe ich nicht. So, es sei denn, man heißt. Mir fällt kein Spiel mit einem Buggy ein. Mario Kart? Mario Kart hat keinen Buggy. Doch, da gibt es bestimmt auch irgendwo ein Buggy. Nein. Gibt's einen Kinderwagen, aber Natürlich, ein keinen Buggy. Streitbuggy. Nee, der Spendiat war Bud Spencer. Strandbuggy war Bud Spencer. So. Kennst du noch Bud Spencer? Wir lassen uns gar nicht von so viel Bullshit-Laberei irritieren. Das können wir auch mal anfangen. Und jenes hier auch sofort. So, Ihr wurdet jawolligen. riskant. Alles Girl in my own. Ich finde das schade, dass wir dieses Jahr gar nicht Jan Ole Sand in seiner Aktion erleben dürfen. Macht er das eigentlich noch? Der wollte doch auch aufhören, ne? Ich jetzt wissen würde, wer Jan Ole Sand ist. Zeig, sowas nennt sich Fan des Grand Prix de la Chanson. Ich bin Fan des guten Grand Prix Eurovision de la Chanson. Der gute Grand Prix fängt dann ab, hört dann auf, wenn die guten Songs kommen. So, ja, dieses Jahr kommen ja leider gar keine.
Ja, aber dafür geht mit den Stefan Raab Grand Prix der Eurovision. Ja. Da freue ich mich schon drauf. Von dem keiner weiß, was da überhaupt passiert. Ja, da wird gesungen. Ja. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich von Ingo Zapparelli oder wie der heißt. Und wahrscheinlich tritt auch nochmal Joey Kelly auf, weil der kommt immer, wenn irgendwas mit Stefan Raab passiert. Ja, natürlich. Macht da nicht Moderation die Wurstfrau da? Ja. Oder ist das noch nicht confirmed? Und der Gätchen. Ja, der ist gut. Ja, der Obtenhövel, der ist schon nochmal deutlich besser gewesen. Also bei Stefan Raab, ja, der auch. Aber bei Schlag den Raab fand ich den Steven deiner Zeit besser als den Obtenhövel. Nee. Doch. An Opti kommt nichts ran. Oh, wir werden übrigens hart gepusht. Warum? Ist so. Ich hab nicht so viel. Was kommt denn alles? Alles. Ich hab halt Tanks, ne? Ja, hast du mir einiges voraus. Ich hab aus unerklärlichen Gründen ein Gate. Ja, aber gut, dass du Protoss bist. Ja. Das macht auf jeden Fall alles schon mal mehr Spaß. Das kann man nicht anders sagen. Ist er wieder nach Hause gegangen? Ist wieder nach Hause gegangen? Ah, nee. Ist nur weiter ich so weggegangen. Nicht sagen. Er hat sich auf oder abgesiegt. Irgendwas hat er gemacht. Oh, das ist schön, ja. Jetzt werden wir gescannt. Ja, deine Ex ist vielleicht auch ein bisschen mutig da. Nicht mit den Marines da auf den Tank, oder? In der Engstelle, wenn du nicht mal angreifst, musst du ein bisschen Move Command, Zahlrock. Ach so. Ja, dann. Mach mal weiter, bitte. Der droppt jetzt wahrscheinlich bei dir oben rein. Ja, ja. Schaffst du das? Kommt drauf an, wie viele Scans er hat. Ja, ich verstehe, was du vorhast. Mono ist jetzt eher nichts mehr. Ich finde gut, was du da machst. Das ist genau richtig. Wir sind gar nicht so schlecht im Spiel, ne? Wir haben das richtig gut gemacht. Naja. Vor allem. Was heißt hier, naja? Warum lauft ihr denn nicht hier hin? Ihr seid auch ein wichtiger Teil, Mitglied dieser Gruppe. Ihr seid zwar nicht der Beste dieser Gruppe, aber ein wichtiges Mitglied. Achso, den gerade am Alleingang kaputt? Nee, er hat jetzt genug Scans gehabt. Ganz! Ja, Supply Schmipply! Nehme ich das Orbital Gedönse down. Aber Zauk hat dazugelernt, er hat endlich mal seine Armee bewegt. So steht er immer in der Natural, obwohl er 8 Bases auf der Map verteilt hat. Ich fühle mich auch an der Natural wohler, muss ich sagen. Ja, nur stirbt dann immer deine Echse. Ja, das ist ja. Das ist einfach. Korrekt ist das. Richtig ist das. Jetzt habe ich kein Gas mehr. Warum laufen meine Einheiten da oben? Ach, du bist das. Da ist was. Da ist noch was. Was ist das? Was hat denn jetzt? Vielleicht will er da Turrets bauen. Guck da mal ein bisschen drumrum, Zahlrock. Da was steht irgendwo. Nö. Das hätte sein können, dass er Turrets bauen will, um. Ja, aber was war das denn jetzt für ein Waypoint-Fail wahrscheinlich? Hallo, klapp doch mal aus hier. Weiß ich nicht, was er vorhat, aber. Meine Alliierten werden angegriffen. Dark Templars in Gegner. Dark Templars sind sie Gegner. Dark Templars sind sie Gegner. Boah, ich
spiele auch echt heute den ganzen Tag schon echt scheiße. Obwohl das ja das erste Spiel dieser Aufnahmesession ist. Ich habe irgendwann eingeladen. Aber wieder ein Juris Bild. Das war ich. Ja, das habe ich gehofft, dass du das bist. Kommen zwei Barracks beim Gegner dazu. Guck mal, der ist genauso lernresistent wie Zahlrock. Warum? Der hat immer noch nichts da reingebaut. Vielleicht, weil ihm das auch einfach da reinbauen keinen Spaß macht. Ist damit schon mal da schon mal bedacht? Oh, jetzt will er bauen. Aber leider ist schon alles hier. Muss ich hier umfliegen? Oh, ich brauche keine Blocker mehr. Da, Main. Ich hab echt nicht so viel hier. Was macht ihr da? Kannst wieder zurück, ne? Also ich hab das geklärt. Ja, meine Einheiten haben sich sowieso irgendwie verkettet. Also das. Wo ist denn mein Starboard? Da ist er. Wollen wir irgendwann mal was tun? Ich mach das ganze Spiel schon was. Doch ganz schön wenig Worker, muss man sagen. Also er ist auf jeden Fall da oben, da so. Hältst du denn im Schach mal? Nö, das ist jetzt vorbei. Wollen wir jetzt angreifen? Ich habe aber nichts, ne? Ja, ich wollte eigentlich nur gucken, weil... Geh mal an die... da links, Zahlrock, links. Leider kein Blick. Ich habe sogar Adepten-Upgrade. Ich hab das ganze Spiel noch keinen Adepten gebaut. Ja, habe ich jetzt weniger. Habe ich jetzt eine Planetary Fortress gebaut? Ja, an der Base kannst du das auch machen. Gegner ist da. Deshalb ziehe ich erstmal in die Apel seine Einheiten auf. Die auch ja nicht mitverhalten. Aber ja, du hast einfach genug. Ich habe einfach gar nichts. Seien wir mal ehrlich. Wobei das gar nichts noch lebt. Ich habe schon was verloren. Ich habe nicht mal mehr ein Feedback gerade. Jetzt habe ich wieder Feedback. Feedback wird übrigens wieder gebufft. Bleiben Sie stehen! GG! Yeah. Hieste, kaum hat man das dreckige Blizzard ausgetrickst, gewinnt man auch ein Spiel. Und damit würde ich sagen, was ist für heute? Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal vorbei. Hier oben rechts seht ihr Folge. Schöne erste Folge. Und rechts auf ein anderes Projekt von mir. Noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss! Ja, finde ich gut. Wie man hier eindeutig sieht, ist das erste Spiel heute.